die von etwas betroffen sind, die etwas ändern wollen. Sei es bei Femiziden, für mehr Geld für Kindergärten oder soziale Abfederungen in einer Energiekrise. Auf einen Streik schreien tun vor allem jene Personen, die bereits mal auf einem Streik waren. Ja, daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber auch jene, die viele, viele Emotionen haben. Viele sehen Demos und dieses Schreien als radikal an. Bullshit. Ja, Demos können radikal sein, wie zurzeit im Iran, wo Frauen für ihre Rechte kämpfen. Da braucht es aber diese Radikalität. Das ist ein ganz anderes Level. Wir werden heute durch die Straßen gehen. Oder gehen jetzt schon durch die Straßen. Friedlich und rufen. Rufen, weil uns Dinge, ob sie jetzt ankommen, nur selten hören. Die EVP, die Wirtschaftskammer und die größten Blockierer von Klimaschutzmaßnahmen zu nennen. Daten von 2014.